Tag! So, wir haben jetzt hier mal wieder eine Schwalbe. Schön, nicht? Die ist von Schwester Agnes. Ich habe mal gerade geguckt, 91 ist die letzte Fahrt gewesen. Ich weiß ja nicht, wie lange die Serie schon nicht mehr hebt, aber so lange fuhr sie eben damit. Wir machen heute mal eine kleine Anamnese, weil wir sollen für die Kunden, weiß ich gar nicht so genau. Kundenpaar, glaube ich. Kundenpaar. Die soll halt wieder fahren. Die haben Bock drauf und die stand halt sehr lange. Was bedeutet das? Das bedeutet, komm mal her. Ich kann mir vorstellen, dass der Tank knete ist. Mal rinleuchten, höre ich schon. Da ist nichts mehr mit los. Nee. Da könnten wir eventuell so ja unseren coolen Edelstahltank verbauen. Ja. Wir sollen jetzt mal die Mängel aufschreiben und sollen dann mal anrufen. Das werden wir heute noch tun und eine kleine Rechnung machen. Was wird zu tun sein? Reifen wird zu tun sein, die Buchsen werden zu tun sein. Wir werden den Tank müssen wir erneuern und den Motor müssen wir machen und eventuell so ja eine Wape einbauen. Elektrik eh mal durchgucken und dann sollte das eigentlich wieder fahren. Lack soll so bleiben. Oh. Au, au. Oder auch nicht. Jetzt nicht mehr. Oh. Alter! Der ist bei mir auf der rechten Seite verkeilt. Hängt er? Da hängt er. Jetzt. So, wenn wir uns den Motor angucken, dann sehen wir, da hängt der Dreck der letzten 30 Jahre. Alter, 91, die steht über 30 Jahre. Hat das richtig geregnet? Ja. Alter, die steht länger als du alt bist. Ich bin 98. Das ist 7 Jahre noch mal länger, nicht? Krass. Überleg mal, einfach einen Schuppen gezogen. Aber ja, das geht alles noch. Das hilft gleich wieder. Wisst ihr, was ich entdeckt habe? Nein, sag mal. Und ich glaube, die lief danach noch, weil wenn ich den Benzinhahn sehe, ich glaube nicht, dass er den 91 schon hier habt. Der ist mal neu gekommen. Und guck mal, der hat nicht ganz gepasst. Guck mal, was sie gemacht haben. Ah, haben sie ausgeflext. Ausgeflext. Das ist ja okay. Ja, also, pass auf. Ich nehme jetzt einen Zettel und einen Stift. Ja. Dann schreiben wir auf, was erstmal schon mal Performer zu machen ist. Haben wir ja gerade schon gesagt. Dann rufen wir da an. Und wenn wir dann mit Go gehen, dann fangen wir an, das Ding zu zerruppen. Und dann bauen wir sie fertig. Und dann ist das hier in 3 Tagen erledigt. Dann machen wir das genauso. Wisst ihr? Ja, ja. Dann lass uns mal gucken. Ich schreibe jetzt mal auf und dann leuchten wir mal wieder weiter, wenn wir so weit sind. Gut. Machen wir eine Wape. Da schreibe ich mal ein Fragezeichen, aber gut, erstmal empfehlenswert. Denn Elektrik natürlich dann überarbeiten, ist ja klar. Ja. Elektrik. Da könnten wir auch gleich vielleicht nur spaßenshalber mal eine Batterie anklemmen. Hab ich auch schon überlegt. Und dann gucken wir, ob da überhaupt funktioniert. Blinker ja. Und Standlicht und so weiter. Ja, ja. Stimmt. Kann ich mir vorstellen. Ja. Deswegen. Ja. So, pass auf, Reifen ist klar. Die auf jeden Fall. Reifen. Da, in dem Fall würde ich mir nämlich auch die Felge mal auf den Bock angucken. Ob die einen Schlag hat, dann können wir das nämlich auch gleich machen. Wahrscheinlich dann auch vielleicht nur einspeichen oder sowas. Müssen wir mal gucken. Ja. Also Reifen plus Räder überholen, sag ich mal. Ja. Überholen, also Radlager etc. pp. Die Bremsen würde ich nur prüfen, wenn die Originalen noch gut sind, also würde ich drin lassen. Die zieht nicht mehr und ist weit rausgedreht, aber gut. Das sehen wir, da gibt es ja diese ollen Dinger. Genau, die Bremse schreibe ich mal in Fragezeichen. Ja, du weißt ja, die originalen Bremsbeläge sind besser als die neuen. Ja. Bremse schreibe ich erstmal auf. Bremsen, Fragezeichen. Dann haben wir gesagt Tank. Tank auf jeden Fall. Tank ob Edelstahl, weil das macht der Fall eigentlich mehr Sinn. Das macht mehr Sinn. Auf bei die 20 Preis, Euro geschissen. Weißt du? Mhm. Bei dem Preis, der Motor kostet auch auf den Geld. Ja. Dann mache ich es noch, Arbeitszeit. Genau. Edelstahl-Tank. Dann haben sie Ruhe, weil das Ding steht bestimmt dann sowieso wieder rum. Aber das wissen wir ja nicht. So, Tank. Auspuff weiß ich nicht. Auspuff würde ich vielleicht bald so. Also gucken wir mal dicht. Würde ich testen, mache ich auch ein Fragezeichen hinter. Mhm. Auspuff, Fragezeichen, weil die sind ja original auch ganz gut. Ja. So, und dann sind wir im Prinzip ja eigentlich technisch mal durch Buchsen und Lenkkopflager. Mhm. Buchsen plus Lenkkopflager. Punkt. Fragezeichen. Und der Rest sind ja nur dann nachher Armaturen gucken, Bautenzüge kommen sowieso neu. Genau, das funktioniert alles ganz geil hier. Das ist ja auch alles komplett. Ja, vielleicht können wir die auch dann so bald so lassen. Also wenn die Bautenzüge noch gehen, warum nicht? Und ich würde sie neu machen. Ach, ich würde sie neu machen. Verstehen Sie mal, wisst ihr, das ist so alles vergammelt. Und dann sind wir so weit durch mit dem Thema. Ja. Das sind 2 Tage Arbeit. Sag ich dir so, wie das ist. Komm, wir telefonieren jetzt mal mit den Leuten, wir machen mal schnell ein Angebot oben. Genau. Telefonieren mit denen und dann wissen wir Bescheid.
So machen wir es. Und dann nehmen wir an die Sache ran. Wenn sie Go geben, wird es zerpflückt. Ja, wir haben mit einem Kunden gerade gesprochen. Die haben sich sehr gefreut, weil die stand jetzt natürlich auch schon ein paar Tage hier, Wochen, Monate. Entschuldigung, ist eben so gewesen. Wir hatten viele andere Sachen noch. Die haben sich sehr gefreut. Die sind auf jeden Fall damit klar. Wir sollen anfangen. Das bedeutet jetzt für uns, wir haben noch eine kleine Sonderfahrt. Wir haben dann gesagt, weil ich würde das gerne einmal abkägern, dieses schöne Moped. Das heißt, ich nehme jetzt den Panzer hinten ab. Und dann laden wir uns jetzt in unseren Transporter, nehmen noch ein paar Tanksets mit und dann fahren wir nach einem Lackierer hin. Verbinden dabei nicht die Fahrt. Und wenn wir wieder da sind, dann beginnen wir voller Tatendrang, dieses schöne Moped wieder auf die Straße zu bringen. Das wird echt lustig, Ludwig. Das wird richtig gut. Gut, dann wollen wir mal. Abfahrt. Ja, so, es ist doch mehr auseinander wie erwartet. Wir haben jetzt gesagt, wir bauen den Motor auch gleich raus. Dann können wir erstens besser kerkern und zweitens den schon zerlegen und in eine Reinigung schmeißen. Der sieht so ganz gut aus. Der ist auf jeden Fall noch nicht angetastet worden. Das ist ja immer ganz geil. Eine neue Zündkerze ist drauf, wie ich sehe, haben sie schon mal versucht zu starten. ja, den werden wir jetzt zerlegen und wir fahren jetzt zum Lackierer und gleichzeitig zum Kärchern. Dann machen wir die sauber und dann alles weitere. Wa? Ja. Dann los! Erstmal tanken, Opa, Digga. Wie immer. Wie immer. Immer tanken, 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 tanken. Ist immer die gleiche. Immer vollrüsseln und dann geht weiter. Wetter passt auch, ist ein bisschen London-mäßig. Warte. Oh, sieht gut aus draußen. London, nicht? Nebel. Links ein Baum, rechts ein Baum, in der Mitte Zwischenraum. Dann nie gehört. Na klar, das ist ein gängiger Spruch. Du bezahlst. War ja klar. Einer muss ja bezahlen. Gerne doch, für dich alles. Ich hab extra den großen Rüssel genommen. Schöne Schwalbe. Oh, Schwalbasaki. Yeah. Oh. Oh, Akura. Stenner macht mir ein bisschen Sorgen. Der ist nicht ganz so gut, nicht? Der ist nicht mehr ganz. Können wir da was? Da steht doch leicht in der Kuhle, muss ich sagen. Das ist ja immer da unten abgesenkt. Mann, ich dreh ab. Was ist denn da? So ist gut. Schmeiß mal einen Euro rein! Was ist mit dem Panzer? Den holen wir gleich raus. Willst du erstmal einschäumen, Ober? Na ja, klar. Ah, dann macht er den Panzer auch gleich mit, Alter. Mann, ey. Ja, siehst du? Mach doch Oma was. Hast du dein Mikro angesteckt? Wie? Nee, also an ist es, aber es ist an nicht. Deswegen versteht man hier so schlecht. Na ja, also. Ist wie es ist. Küt wie küt. Küt wie küt. Das ist aber Hochdruck. Schaum ist an der Seite. Schaum ja, die Video gesehen bei Instagram oder so oder Facebook, wissen wir noch. So ein kleiner Bengel und dann macht die Mutter die Tür auf, die Haustür und er steht so und die dann, nein, er drückt voll ab. Okay. Voll in die Hütte, richtig geil. Alter! Kommt gleich schon, warte. Geht der Ricky ab. Donnerwetter! Oh, da kommt der Hetze. Ui! Da geht was, Junge! Der hat Futter drauf, warum Blinde? Geht ja ein kleines da, das Ding. Ich hab nasse Beine, mein Schuh ist defekt. Der Schuh ist defekt. Brauchst einen neuen Dichtsatz, wa? Loch drin. Gerade beim Lacker schon voll in das Pfütze-Latsch, ey. Mach mal das lustig. Neues Schuhwerk. Übrigens freuen die Lackierer immer, wenn wir kommen, feststellen gerade. Die sind cool drauf. ALP ist unser Lackiri. Als Wunder ein weiser Mann. Ordnung ist das halbe Leben. Drum ins Klo und nicht daneben. Willst du jetzt, was willst du von mir? Wir sind wieder zurück von der Kärcherei. Von wem? Von der Kärcherei. Von der Knärchenerei. Ich will jetzt gerne mir die Schwalbe auf den Kopf drehen, dass ich mal gucken kann, was mit dem Stenner los ist. Und dann können wir nämlich auch viel besser die Swinge ausbauen. Das stimmt. So ist mein Plan. Und ist der Plan auch gut gelungen? Verträgt er sicher Änderungen. Drum ändern wir von früh bis spät. Weil sich danach die Uhr nicht mehr dreht? Weil es ohne Ändern gar nicht geht. Ach so, das ist ja gut, ey. Hier ist eine Schraube. Die muss man lösen. Für alle, die es nicht wissen. Und dann kann man den Blinker da rausnehmen. Du meinst den Fahrtrichtungsanzeiger? Den Fahrtrichtungsverzeiger. Verzeichniserger. Das Fahrtrichtungsverzeichnis. Umdrehen. Ja, umdrehen. Ja, komm, ich kann's rein. Naja, wie ein Fahrrad. Wie ein Fahrrad. Ja, pass an. Mensch, wie ein Fahrrad. Ach so, wie ein Fahrrad.
Doch, der Tuffel. Nee, nicht. Pass auf da! Bist du bescheuert? Oh, das wollte ich dir gerade fragen. Ey! Das funktioniert nicht. Oh, ey. Mach da jetzt schon anders. Kann ja wohl nicht was. Machst du denn hier? Bist du so ein Blöde? Fest, hast du schon wieder angefasst oder? Nein. Alter, heb doch mal unten hoch! Das mach ich doch. Naja, jetzt vorsichtig. Nicht kaputt machen! Mann, 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 ey. Hier, Kärcher, alles noch voller Dreck und Scheiße. Ja, das will ich. Du, die hängen hier ab, die Kruste kannst du dir nicht vorstellen. Ich muss jetzt echt viel zensieren, wenn Tommy seine Augen dekortieren. Das war schon aber so blöd. Danke ja, dafür, Tommy. Lest mal die Hose bitte höher ziehen, wenn es geht. Alter, sieh. Aber sieht nicht gebrochen aus, ne? Nur die Hülse in der Fritten, glaube ich. Was meinst du? Ich würde sagen, nur die Hülse, die hier drin ist, in der Fritten. Mhm. Ist das ekelhaft. Ich würde sagen, du darfst noch mal mit Hand nachputzen, ne? Waschbenzin-Pinsel und den. Benzin! Waschbenzin! Ja! Ja, also ich würde den jetzt demontieren. Das sollst du mal angucken können, auf jeden Fall schon mal. Ja. Also da mal ein Tau, mal ran. Na los denn. Wo ist denn der Federspörner? Den brauche ich nicht. Das ist ganz lose, weil der Ständer ja ab ist. So, jetzt pass auf. Pass auf. Irgendwo hier, da ist er. Der Splint. Der Splint. Splinter. Splinter. Da ist ja keiner mehr drin. Doch, 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 ganz, doch, ganz, doch, ganz, doch, ganz doch, tief, doch. Ja, ich hab ihn gerade gesehen. Oh, da kommt er. Da ist er gekommen. Hab ich ja mal erzählt, nicht? Nee, was denn? Ach ja, doch. Wo ist das erste Mal? Kannst du den mal hochpumpen, bitte? Ich soll den Film. Mann, ey. Mir doch egal. Du bist der Protagonist. Der Idealisch bin ich hier. Ja, doch. Ohne Worte. Ohne Worte. Herr Tommy, jetzt raus. Wo ist. Da bist du ja. Boah. Ist aber was dran, ne? An der Seite, Mann, ja. Warte, warte, warte. Schon seit 200 Jahren da drin. Seit 1977. Du, 0,9? Nee, ne? Dann werden wir wohl. Machen wir nach. Ja, wie machen? Naja, man könnte, dann zerstören wir den Ständer. Das hier abflexen und dann hast du die hier lose und dann das Ding rausflexen. Das wäre die Möglichkeit, die ich sehe. Aber der Ständer ist ja eh eine Fritten. Der sieht eh nicht mehr so gut aus. Weil der hier ist ja alles gestaucht und dadurch bockt die sie nicht mehr so gut auf. You know? Also Flexi-Maxi, oder? Ja. Das war ja einfach. Krampft ganz schön. Komplett verfroren. Boah, Alter. Dann haben sie wieder drauf gesessen zu zweit und dann mit dem Ständer und dann hin und her und hin und her. Hundertprozentig, wa? Affen. Was sollen die machen so? Boah, Alter. Wer geht doch noch? Ey, das ist ja ein U. Wie das geht, wa? Geh mal wieder. Alter. Gut. Schlecht. Aber das Problem schon mal ihr klärt. Ich bin ja froh, dass das hier in Jange intakt ist. Ja, die brechen ja meistens weg, dann bist du am Po. Ja, musst du schweizen. Wenn du einen guten Schweizer kennst, der das auch dürft. Ja. Wie ist der am Schweizen? Schwinge, so komm mal her, die könnten doch wahrscheinlich die Uhr neuern oder so. Weiß ich auch noch nicht. Kannst du Schwinge neu oder was? Guck mal. Oh, durchgeschliffen. Eieiei. Sollen wir mal gucken. Das ist so problematisch ist, ja klar, aber. Wir gucken mal, ob die durch ist, aber ähnlich. Wir untersuchen den Fall. So, pass auf. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, ich nehme jetzt Washing-Zeug. Washing-Bang-Tang und so. Und einen Pinsel und dann mache ich das mal alles ein bisschen sauber. Ne? Da. Nicht in meine Richtung. Doch, klack. Ich habe eine gute Sache an. Ja, bist ja auch nicht ich verstehe ja auch immer nicht, warum ich immer gute Sachen anhabe, wenn ich hier zum Arbeiten bin. Ja, weil du nicht arbeitest. Stimmt.
Ganz klare Ding. Eine geile Kruste. Du, wenn man meinen Krustenbraten so eine Kruste hätte, ja? Ja, konserviert natürlich. Heftig. Bist du Big Man? Ja, sicher. Kommt da ja keine Luft mehr rein, kein Sauerstoff? Naja. Was sollen dann rosten? Und alles schön ölig. Da kannst du ja noch ordentlich putzen heute. Hab ich noch ein bisschen zu tun. Aber ihr hört ja mit dazu, man kann da nicht immer nur schrauben. Man muss ja vorbereiten zum Schrauben. Ja, das ist ja das Schlimme. Ja, das nervt am meisten. Ja. Ja, weg, was machen hier? Alles einweichen. Wischi-waschi-waschi. Du mir nach dem Büro, du kannst mir ja, hol mal schön ab. Dann basteln wir noch ein bisschen gleich. Ja. Sieht doch schon richtig gut aus, du. Sieht schon gut aus. Sieht schon gut aus. Ich hab das mal ein bisschen eingeweicht, ja. Übernight. Übernight. Over the night. Over the night. Nee, Over the Rainbow singt jemand, ne? Ja. Wenn sie was mit Over singen, dann immer Rainbow. Rainbow. Was ist denn Over the Rainbow? Na, da ist wohl irgendwas. Wer the heavens up high, wo der Himmel hoch ist. So. Ach so. Ja, so sind die Lyrics. Und wer soll da singen? Na, weiß ich doch nicht, Mann. Jesus. Der Moped-Gott. Der Moped-Gott. Obwohl, da steht ja vor mir. Der Simpson-Gott. Ich bin hier der Simpson-Gott. Der Moped-Gott. Ich bin der Moped-Papst. Ah! Entschuldigung. Spiritus Andre. Wir machen hier gerade eine kleine Wiederbelebung. Das macht Sinn, ja. Ich würde mal, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ne, erzähl mal. Bevor ich hier weiter putze, baue ich jetzt die Schwinge aus, weil ich komme hier so Scheiden ran. Scheiden ran. Das ist doch immer gut, das hier. Und weil wir müssen machen, die Buchsen ja eh neu. Ja. Ich schraube die mal schnell ab. Original ist der Schwingbolzen. Aua, andersrum vielleicht, wa? ich stehe jetzt verkehrt drauf. Oh, nee, Quatsch. Ist beides 19, Alter. Nein. Ich habe immer 19er. Nein, also 100%. Es ist nicht so. Hier ist Schwingbolzen ist 19 und hier ist immer 18. Nein, das ist auch 19. Eierkopf. Hä? Ja, es ist immer 19, Alter. Du, ich hab schon so oft ein Rad ausgebaut. Du hast noch ja nicht. Das ist 18. Sag doch, und das ist 19. Das ist beides 19, Alter. Nee, das sind beides 18. Hier ist beides 18. Was? Und hier ist beides 19. Ehrlich? Ist ja krank. Und neulich hatte ich ein Moped mit einer Neusteckachse, da war es 17. Hä? Bei Dingens, bei dem roten hier. Das ist aber normalerweise 19, so kenn ich das nur. Ich, ja. Du kannst 19, 18 anscheinend. Hatte ich auch schon. Und 17 ist auch. Einigen wir uns drauf, Tommy hat keine Ahnung. Tommy, was erzählst du uns hier? Es reicht! Hast du überhaupt einen Soundcheck gemacht? Nö, wir müssen darauf vertrauen. Laut Anzeige haben wir Ton. Wir haben schon so oft darauf vertraut. Ja, und dann, weißt ja. Oh, es tut mir in meiner Hand weh. Weil ich so einen krassen Movie mache. Hast du gesehen? Ja, bam, bam, bam. So ein bisschen, das hat mich so ein bisschen erinnert an den Bruce Lee. Kennst du den? Ja, ja, mit der Handkante. Nein! Handkantenschlag. Kennst du das, wo er das Interview da hat? Oder Bruce? Nee. Naja, klar, man, wo er da sitzt und dann sagt, naja, am Nachmittag mache ich da immer an so einem Ding rum, an diesen ollen Holzstiefel. Ja. Und dann bla bla bla, noch ein paar Liegestütze und so. Und dann sagt er zum Schluss, naja, und dann kamen da so ein paar und die dachten, die können mir eine aufs Maul hauen und so. Und dann habe ich gesagt, nein, ich hau euch eine rein. Und dann sagt er zu dem Interviewer so, also so übersetzt, parodiert. Ja. Und die hau ich auch eine rein. Und deinen Freunden auch. Das kannst du ja notlachen. Gibt schon ein paar schöne Videos. Warum liegt denn hier der Fajasa so rum, manken Dreck? Nein, du hast doch den ganzen Kram ausgebastelt. Nein, das war hier, Pascalo. Ach, Thomas. Tommy. Ich lege den jetzt mal hier zu den wichtigen Sachen. Und weil ich will den noch mal retten, den Fajasa. Robert hat geschrieben. Was hat er? Das Video wurde schon wieder gekickt. Was haben die denn immer mit unserem Eisigen? Oh. Nagelneu, Junge. Die sind ja gut. Aber da müssen wir so eine Dinger hier reinpacken. Diese... Der, Du weißt schon. Das und die muss ich auch noch sauber machen. Du, das ist hier, das dauert noch. Weil ich muss auch alles noch rein in die Bremsen und das muss ich ja alles immer überholen. Weißt du? Ja. Dann müssen hier neue Radlager rein. Aber guck mal, der dreht noch gut. Der ist hier noch. Boah, der Lager ist ja top. Nee. Naja, ist doch alles lose. Nimm ich alles auseinander. Ich nehme alles auseinander und gucke mir an und reinige das. Weil, wisst ja. Ja, wisst ja. Jetzt beug erstmal die Schwinge aus. Oh. Kettengas ist ohne Fritten. Jetzt machen wir eben mal neu. Was soll denn das? Was soll der ja jetzt? Knoserkopf.
So, pass auf. Die Stoßdämpfer sind noch gut. Die ist richtig krumm, der ist richtig krumm. Mal nehmen. Der hat richtig eine mitbekommen. Passiert. Pass auf. Ja, sag mal jetzt was. Entweder eine Verabschiedung oder noch sagst du, was wir jetzt noch zeigen. Nö, ich brauche noch die Schwinge aus. Das zeigen wir noch. Das können die Leute noch gucken sich an. Gucken sehen sich an. Ja. Ich habe ja heute Morgen. Ja. Bei mir sind ja die Handwerker. Ja? Immer noch? Ja. Und heute Morgen habe ich dir erzählt, ich habe ja jetzt einen anderen Schlaf. Ich bin ja jetzt früher im Bett und bin immer um 6:30 wach. Ja. Und dann bin ich um 7 hoch. Und dann bin ich schon rausgegangen heute Morgen um kurz nach 7. Mhm. Und habe jetzt schon bei meiner Hamaya schon den Zylinder, den Ventildeckel angeklebt. Hier mit Dichtzeug. Hast du keine Kopfdichtung gehabt oder was? Ne, kommt ja nicht. Du hast eine Kopfdichtung, kommt ja der Kopf und dann kommt der oben der Deckel. Der Ventildeckel. Du musst ja einkleben wegen der Nockenwelle oben, weil der ist ja ein Simmelring. Mhm. Da kannst du ja keine Kassettendichtung. Okay. Und sah ich mir aus wie so ein Schlumpf. Aber, aua, ich will nur sagen, jetzt habe ich es fertig. Das ist sehr gut. Jetzt muss ich meinen Rahmen noch ein bisschen spritzi-spritzi machen. Mhm. Und dann kann das Ding bald wieder fahren. Ich suche noch auf diesem Wege einen Kotflügel, einen Alu-Kotflügel. Falls einer einen hat, der da ranpassen kann, so 18 Zoll ist das Rad hinten. Das wäre gut. Du musst doch sagen, was für eine Maschine. Na, ist ja egal, der Yamaha XS ist das 400, aber passt ja so oder so. Ich brauchte nur, dass ich nicht so dreckig werde, weißt du? Ach so, das ist so ein bisschen diese Spritze. Und das ist nicht immer so gegen die Luftfilter. Ich habe ja offene Luftfilter, also du bist ja ein Rennmotorrad. Ach so. Und dass das nicht immer so gegen die Luftfilter dann hat. Zeig mir ja den Onkel hier. Ach, der geht noch. Das ist schon mal gut. Ah, naja, klar. Machst du neue Hülsen? Hier immer ein bisschen neue Isolierband rum und fertig. Naja, was ist denn nicht mit? Naja. Guck mal, Dämpfmäßigkeit, dämpft er noch? Ach, na klar. Na, wie Sau. Top. Das ist top. Die machen wir sauber, dann packen wir die ins Lager. Die machen wir einen Verkauf wieder rein. Das ist wie neu. Das muss nicht sein, das Jahre. Ach nee, nee, du. Weißt du, man muss nicht immer alles neu. Nein, nein. Man kann auch mal Altes verwenden. Und reparieren zum Beispiel oder putzen einfach wieder. Sieht aus wie neu denn. Naja, meine doch. Oh, was ist das fest alles? Und jetzt müssen wir schon angejammelt, wa? Naja, wie lange der Scheiß hier schon dran ist. Schon über Jahre. 77, kannst du gut rechnen im Kopf? Ich nicht. Ja. 77, jetzt haben wir 23. 46. Oh. Das weiß ich aber nur, wenn meine Mutter das Baujahr ist. Deine Mutter ist 46er Baujahr? Die guckt unsere Videos, kurz zur Info. Spaß. War nur ein Spaß. So, jetzt baue ich erstmal die Schwinge da aus. Na, das kann auch noch was werden. Ja, ne, das zieht sich doch schon wieder länger, als ich dachte, aber ist ja nicht schlimm. Wie, was denn? Da ist doch alles gut. Immer saß du und andermal saß du B. Dann presse ich da nämlich noch. Ich soll ja immer einen Schonhammer nehmen, haben sie mir gesagt. Ja, einen Schoni. Hast du ja bei dem Mitnehmer hinten ohne gemacht. Dann hätte ich wieder Stress. Oh, Alter. Der kam mir rausgeschossen durch. Kick mal. Nee, wie neu. Die ist doch gut. Das ist top. Ich sag ja, wenn du die ordentlich einfaltest vorm Einsetzen, wunderbar. Haben wir eben mal nicht gemacht. Haben wir eben mal vergessen. Nein, nein. Stimmt. Gleich gab's so einen Kommentar. Hasskommentare. Also gleich, richtig Shitstorm. Ja. Ihr seid zu dumm und nein, stimmt nicht. Na, das war ja nur leichter als die Verdacht. Was sagen denn die Büchsen? Nicht nee, so schlimm aus. Aber ich mach mal trotzdem. Bei 11.000 Kilometer Laufleistung laut Tacho, ne? Hat die 11.000? Ja? Auf dem Tacho 11.000. Okay. Also ist ja nichts. Wenn du die Reifen so ankickst, weiß ich nicht. Nee, das ist doch. Ich glaub, die hat nur mehr. Null porös? Na, bei Profil, meine ich. Weiß ich nicht. Und die Bremsen? Jetzt sind Pneumis, also die halten ja eher besser. Die brauchen wir auch noch hier. Nee, ja, nee. Ich weiß nicht, ich glaube, entweder mache ich hier eine größere Scheibe oder ich schweiße sie innen. Mhm. Ich glaube, ich schweiße sie innen. Eine Scheibe. Rostding ganz drauf. Genau. Das ist gut. Das muss auch nicht immer alles neu. Das muss nicht immer alles neu. Na, bringt ja auch nichts. Hast du meine Ratsche schon wieder, Tommy? Nee. Ich weiß, wo die liegt. Oh. Oh, schreck mich doch nicht so, Alter. Wollte gerade so einen coolen Move machen, aber... Move your body! Move, move, move! Ich schraube jetzt noch ab und dann können wir beenden. Okay. Weil, lösche jetzt schon wieder pettet. Oh. Na? Ich glaube, ich schraube das nicht ab. Oh, was reißt jetzt ab?
Dreht der hinten mit? Da sieht man, also, dreht er mit? Das du vorher packt. Ist da nicht, ist da einer hier? Ja, klar, dreht er mit. Ist ja logisch. Mein Zehner hat bestimmt Tommy noch. Thomas Pascal. Tommy? Ja. Mein Zehner Schlüssel, wo hast du denn? Na. Ich bin gespannt. Du, jetzt fehlen ja schon beide. Der Krypto und der Nummer. Na, guck mal hier. Beide Schlüssel. Beide. Ey, Tommy, hör mal zu. Räum deinen Scheißhaufen auf, dass du dein Werkzeug da zusammenkriegst. Das wird immer alles aus meiner Kiste genommen. Ich kann mir das wieder anhören. Ja, weil ich das horte. Ja, genau. Das ist das Problem. Du hast es erkannt. Gut. Ja, weil ich das aber auch brauche. Weil heute räumen wir die Werkstatt noch auf, Alter. Nee. Ja. Nee. Ja, hundertprozentig. Nee. Wir machen nämlich jetzt Feierabend mit dem Video, weil ich putze jetzt hier noch ein bisschen. Ist ja uninteressant. Hör, du brauchst ja keine Luft holen. Räum auf. Und dann nehme ich, wollen wir noch den Motor machen. Das filmen wir auch nicht, weil wegen Zeit und so. Und, und dann wollen wir die Werkstatt nämlich noch aufräumen, weil Tommy Pascal seine Schlüssel nicht mehr findet. Ist doch so. Guck doch nicht so. Ist doch die Wahrheit. Sind alle da. In deinem. Soll ich mal die Sprengling sagen? Soll ich da mal aufmachen? Ja. Mach auf jetzt, ja. Dann bringen Nagel nicht mit Ehring zangen, ja? Von HZ? Von HZ, naja. Du weißt, was ich davon halte. Jedenfalls, du, alle da drüben, alle abgebrochen, vorne die Spitzen. Was machen die damit? Steine? Spaltet ihr Steine damit oder was? Ich weiß es nicht. Jedenfalls verabschiede ich mich jetzt hier mit dem Video, weil ich Tommy jetzt Lena verprügeln möchte gerne und ich möchte nicht, dass das im Fernsehen ist, sonst wird das wieder gesperrt. Und. Naja, wisst ihr ja, wir wollen noch den Motor machen und die Werkstatt auf. Ja, ganz genau. Und dann ist hier mal langsam Feierabend, weil heute ist Freitag. Ich habe auch noch andere Sachen zu tun, als immer nur diese ollen Mopeds hier zu bauen. Ich mache das eigentlich auch nur aus Selbsthass. Füllt das nicht im geringsten. So. Haut drin, euer Eichi von Ostmoped. Ciao.